Heute kämpft Björn im Klassenzimmer um gute Zensuren. Angst braucht man nicht haben, aber Respekt habe ich schon. Denn drei der vier Mitstreiter sind gelernte Köche, aber die Herren können auch loben. Perfektes Gericht, ich habe nichts zu monieren. Perfektes Gericht ist perfektes Gericht. So. Doch nicht alles läuft rund. Da stand was mit Honig drin. Mhm. Wo habt ihr den versteckt? Weil den habe ich nicht gefunden. Peinlich, peinlich. War vielleicht ein bisschen wenig oder vielleicht vergessen? Moinsen aus Hamburg. Residiert das beste Lokal der Hamburger Runde hier im Speckgürtel? Das Böckmanns liegt aktuell mit 37 Zählern in Führung. Dieses sportliche Ergebnis möchte Björn heute überbieten. Sein Lokal befindet sich 35 Kilometer nordöstlich von Hamburg im beschaulichen Hamm-Moor. Alles Weitere von Mike. So, auf geht's. Mittwoch, das Klassenzimmer von Björn ist jetzt dran. Übrigens das einzige Mal, wo wir nicht direkt in Hamburg sind, sondern in Hamm-Moor, Schleswig-Holstein. Übrigens komme ich aus Schleswig-Holstein ursprünglich. So, und wenn das sein Laden ist, dann sage ich aber gute Nacht, Marie. Und dann drehe ich um. In dem Saal findet doch, da wird doch nicht mehr. Da gibt's doch, da geht doch kein Gast. Schau dir mal an, wie das ausschaut. Schön. Ich rede mit dem Regisseur. Was? Ist doch schön. Das ist doch nicht schön. Das ist, nein, ist nicht schön. Jetzt sollen wir woanders hingehen. Bitte. Dahin? Ach, das ist schön. Da kann ich jetzt auch besser mit leben. Also, wenn das klassende Zimmer ist, das fliegende vielleicht sogar, dann komme ich auch mit der Aussage von Björn nämlich klar. Er sagt, er macht. Ja, Holsteiner Trendküche, keine Ahnung, ne? Was kann das sein? Grünkohl hochkant? Nein, ich schätze, es sind die Ursprungsgerichte Norddeutschlands, aufgepeppt, neues Kleidchen an, schön am Teller liegen, ne? Und vielleicht nicht so den Currywurst-Pommes-Teller, einfach richtig schön, Landhaus-Style, ne? Ihr kommt mit, oder? Claro. Früher war in dem Gebäude die Dorfschule zu Haus, doch seit 10 Jahren gilt hier das Motto, Schlemmen statt Pauken. Zu verdanken ist das diesem netten Herrn. Moin, ich bin Björn Stieper, bin Inhaber und Küchenchef vom Restaurant Klassenzimmer. Das liegt in Hamm-Moor im schönen grünen Speckgürtel von Hamburg. Einwohnerzahl 1100 und ein paar zerquetschte. Der Name Klassenzimmer rührt daher, dass das hier eine alte Dorfschule mal war. Das Gebäude ist 200 Jahre alt, wurde zwischendurch auch mal als Bäckerei genutzt. Wir haben es umgebaut und ausgestattet als Restaurant. Wie lautet euer Küchenkonzept? Unsere Küche lässt sich so einordnen, dass wir schon die Klassiker und traditionelle Gerichte auf der Karte bieten in Top-Qualität. Und darüber hinaus nehme ich mir immer so eine Auswahl an 8 Gerichten raus, wo ich wirklich Gas gebe, viel mit Gewürzen arbeite, bin lange zur See gefahren und weiß, wo die Gewürze herkommen, weiß sie auch einzusetzen. Und das ist, glaube ich, so meine Handschrift, also so ein bisschen das i-Tüpfelchen durch Gewürze in die Gerichte zu bringen. Na dann, Attacke! Auf ins Klassenzimmer. Schule. Zum Glück wird heute nur der Gastgeber benotet. So, moin moin, sagt man da, ne? Ich komm. Hallo Mike. Wer bist du? Ich bin Norman. Mit Handschuhen? Sind wir nicht, übertreiben wir nicht im Beten in Schleswig-Holstein? Nee. Also, bist du der Klassenvorstand oder was? So in etwa, ne? Erzähl. Ich bin hier, sagen wir mal, geführt Restaurantleitung. Okay. Und die bessere Hälfte von unserem Koch. Okay, cool. Der Koch ist nämlich mein Mann. Ach was, das ist ja schön. Ne? Da, das freut mich. Also, alle Klischees, Schleswig-Holstein, ich komme von hier. Handschuhe kann man tragen, das heißt gepflegter Service. Ne? Oh, und wir sind angekommen in einen open-minded world. Ne? Freut mich sehr. Offen und freundlich sind auch die 50 Quadratmeter Gästebereich. Für die Deko ist Kunstliebhaber Björn zuständig. So, und hier hinten, oh, das ist aber schön. Ne? Harvey, kommst du mal? Ich habe Besuch für dich. Hast du das wirklich gesagt? Ja, natürlich, klar. So nenne ich ihn in der Öffentlichkeit halt, ne? Ich nenne ihn weiterhin Björn. Ist das okay? Ich bin jetzt mit Hasi nicht so. Das gilt mir jetzt nicht so wie Lippen. Ich bleib bei Björn. Aber süß, die beiden, oder? Unfassbar. So, und du bist aber klassisch Koch. Ja. Ja, also schau doch runter. Jawohl. So, und was ist deine Holsteiner Trendküche? Was heißt das? Man erwartet natürlich auf dem Land so ein bisschen ein paar Klassiker, die gibt's bei uns auch, aber darüber hinaus versuche ich eigentlich so die Holsteiner Küche so ein bisschen mit Pep und Gewürzen neu zu interpretieren. Und jetzt müssen wir natürlich ganz deutsch schon mal erklären, was denn der Norden unter Holsteiner Küche versteht. Also so Grünkohlgerichte und sowas sind zum Beispiel typisch hier genau. Für unsere Region, oder? Du bist heute auch Grünkohl in einer anderen Variante. Also ich freue mich drauf, ne? Wenn ich Grünkohl höre, ne? Dann werde ich ganz wuschig. Ich liebe Grünkohl, ich liebe alle Kohlsorten. Ich werde nie meine Heimat verraten, ich liebe das Zeugs. Ja, damit.
Ja, Mike, ich würde dich gerne mit in die Küche nehmen. Wir sind mitten in der Vorbereitung. Meine Mama unterstützt mich morgens immer beim Gemüseschnibbeln. Mama ist auch da? Ja, und du kriegst ja heute frisch was vom Jäger. Das müsste demnächst auch kommen. Also der Jäger bringt heute wieder Wild bei uns an. Und also die volle Bandbreite an Punkteschnorrerei, würde ich sagen. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Und Sie dürfen auch gerne weiterhin bei Mein Lokal, Dein Lokal den Jäger bestellen, wenn ich komme, weil ich habe sowas gern. Den Weg in die Aha. So, das wird die weltberühmte Mama sein, oder? Ja. Oh, der Norden, so schüchtern. Freut mich. Wie kommt das jetzt? Also, du bist immer da, rechte Hand und linke Hand und... Nicht immer. Ich helfe ihm so in der Vorbereitung praktisch. Ne? Oh, so vormittags und so, weil ich habe noch einen anderen Job. Das ist so mein Hobby hier bei ihm, mithelfen sozusagen. Alter. Hobby arbeiten? Auch gut. Was bekomme ich jetzt überhaupt zu essen? Wir machen für dich ein schönes Gericht, das heißt frisch vom Jäger. Das ist eine Hirschkeule, die schmoren wir. Dann gibt es einmal was kurzgebratenes, dann nehmen wir einen schönen Rücken oder ein schönes Filet. Mal sehen, was also Variation quasi? Genau, so eine Variation. Mhm. Das Ganze mit einem tollen Gemüse, einfach mit diesem Hauptbestandteil, dem jungen Grünkohl. Ja, Gott sei Dank. Dann gibt es eine tolle Waldpilzsoße dazu und Aprikosen mit Rosmarin. Cool. Moin. Moin zusammen, euer Fleisch ist da. Ja, das ist ja logisch, ne? Das ist wie angekündigt. Die volle Bandbreite. Jo. Mein Name ist Mike, hallo. Marvin, moin. Du musst die Schulter da frei machen, sonst sehen dich die Leute von Kabel 1 nicht. Das macht nichts. Ne? Wenn, dann denn schon. Also, pass auf, volle Programm, Jäger liefert. Jo, richtig. Was liefern wir da? Hirschkalb. Hirschkalb heißt nicht älter wie zwischen 12 und 16 Monate erlegt. Okay. Wir halten mal fest. Kommt aus Hamor. Kommt aus Hamor. Und zur Jagdsaison gibt es das Fleisch nur von dir. Ja. Marvin. Perfekt. Perfekt, okay. Alles klar, aber jetzt wollen wir kochen, ne? Bitte. Das lässt du schön hier. Richtig. Wir werden das jetzt verbrutzeln, würde ich sagen, okay? Ich wünsche euch viel Spaß. Danke vielmals. Ich wünsche dir was für einen Feierabend. Tschüss, cool. Natürlicher, biologischer, regionaler, lokaler geht es einfach nicht. Der Hirsch hat natürlich zwei tolle Rückenstränge hier. Da kann man super Medaillons draus schneiden. Aber er hat ja auch zwei Filets. Und wenn ich schon den Mike da habe, dann kriegst du natürlich auch das Filet. Ist ja wohl klar, oder? Sag mal. Lass ihn nicht lumpen, ne? Will ja auch Punkte haben, ne? Am liebsten 10, ne? So, Mike, wir können hier schon mal erstmal so ein paar Pilze in den Topf schmeißen und das mitmachen. Ich muss ganz kurz erwähnen, dass diese getrockneten Pilze von Stammgästen von Björn immer mitbringen. Und zwar händisch gepflückt, aufgelegt, getrocknet. Die haben eine Intensität gehabt, dass du wirklich denkst, du stehst im Wald neben dem Pilz. Also kurz mal erwähnt. Das Trocknen intensiviert die Geschmacksstoffe, deshalb schmecken Trockenpilze meist intensiver als frische. Da ist die Keule natürlich nicht die, die du eben gerade vom Jäger gesehen hast, sondern angebraten. Dann kommt Gemüse dazu, dann Rotwein, Lorbeerblätter, Gewürze, bla bla. Logisch, völlig in Ordnung, à la carte. Ich weiß, wo es herkommt. Er hat es vorgegart. Die Keule ist jetzt fertig. Gut, die ist schon durchgeschmort und die Pilze werden jetzt aufgegossen mit dem Sud. Und hier die fertige Variante. Wenn es dann über Nacht gezogen hat, schaut das wie. Dann siehst du schon, die Farbe verändert sich auch. Gerade die Rotkappen geben so einen schönen Farbstoff noch ab. Ach, und jetzt schmecken die Pilze auch schon wieder wie fast so ein frischer Pilz. Man kann mal einen naschen. Der Eigengeschmack der Pilze ist noch vorhanden, aber Wahnsinn. Der Wumms von der Soße hat sich verändert. Das ist ja die komprimierte Power in diesem getrockneten Pilz, weißt? Und durch dieses Kochen, durch das Einweichen, und der schmeckt wirklich, wirklich intensivst. Verfeinern, Pilze, ich nehme immer Sherry, passt super zusammen. Okay. Na, so ein kleiner Hauch Sherry. Mama, kannst du einmal klingeln? Einmal klingeln für den Sherry? Schatzi, kannst du mir bitte Sherry geben, so ein Medium oder Golden, irgendwas Mildes, bitte? Das ist ganz lieb von dir. Warte mal, ich komm doch mal hin. Ja, den hier? Ja, super, den kannst du mir geben. So, das heißt, und ich singe den Song Sherry, Sherry Lady. Ne? Schaut so übrigens süß aus, wie du da unten stehst. Ne? Danke. Okay. Das konnte ich mir dann doch nicht verkneifen. Ne? Ist ein süßes Paar, ne? Man muss mal einfach schmunzeln. Ich sitze doch hier und lach. Weil ich natürlich Björn die letzten zwei Tage gesehen habe und er ist wirklich einfach zum Knuddeln. Ihr seid die süße Haufen hier. Ja, also ein wirklich gutes Süßchen, das darf ich jetzt schon verraten. Auch das Hirschkalb weckt Vorfreude. Also das, was ich sehe, gefällt mir. Das schmirgelt dahin, Soße ist fertig, Keule habe ich gesehen,
frisch. Es dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Also wenn du magst, kannst du gern schon mal Platz nehmen, ja, oder? Ich mach den Rest hier fertig. Ja? Okay, cool. Dann gehe ich. Ja. Mama, bis später hoffentlich. Bis gleich. Ciao. Ich mag gerne so Gerichte, die kombiniert sind aus was Geschmortem und Kurzgebratenem. Das mag ich die Kombination. Grundsätzlich jedenfalls mal schauen, wie Björns Hirschkalb ankommt. Vorsicht, Teller heiß. Ich übernehme keine Verantwortung. Ab jetzt darfst du. Staunen. Kann man machen, oder? Schaut schön aus, hm? Toll angerichtet, muss ich sagen. Da kriege ich einfach hier aus der Ferne das zweite Mal Hunger. Dann schnapp dir jetzt mal schnell ein Messer und eine Gabel und lass uns wissen, wie es dir mundet. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz, ganz toll. Mir schmeckt das von der Aromatik, das muss ich hervorheben. Und dass hier fachlich alles super ist, da gibt es halt keinen Verbesserungsvorschlag. Der Teller ist auf Temperatur. Einmal das Geschmorte. An der Soße erkennt man so richtig einen Koch. Natürlich soll ein Fleisch auch top gegart sein, hier im absolut tollen Mediumbereich. Gell? Ganz klar. Aber der Geschmack ist hier wirklich besonders hervorzuheben. Was soll ich sagen? Es ist halt so. Und wenn ich am Ende wegrationalisiert werde, dann habe ich die Gastronomie ein Stück mit besser gemacht. Wenn es gut ist, ist gut und das gehört gesagt. Wenn euch das gelingt heute im Wettkampf, muss ich sagen, großes Kino. Für mich toll. Schön, ich habe nichts. Ja, wir... Er hat nichts. Er hat nichts. Außer du versemmelst draußen. Na, mit schlechter Laune. Ich gebe mir so viel Mühe. Okay. Na. Sehr zum Wohl. Wirklich gut. Danke, ja. Mike. Ring, Schulschluss, süßer hat Feierabend. Naja, so gut wie. Also, holsteinische Trendküche, würde ich sagen, habe ich echt erlebt. Nichts gegen damals, nichts, wie man es früher gemacht hat. Aber da war die Rehkeule bedeckt mit Soße, da gab es eine kleine Birne dazu, Preise mehr drauf. Game over, Kartoffelchen, Banane. Ne? Hier, richtig raffiniert, toller Geschmack, gut gekocht, gibt's nichts. Der Zusammenhalt, Mama, Papa unterstützen den Betrieb und... Die beiden sind ja wohl zuckersüß. Ne? Also wenn da jetzt nicht irgendwie durch Nervosität was schiefläuft, spielen die ganz oben mit. Davon bin ich überzeugt. Den Geschmack habe ich da und da. Das ist ein gutes Zeichen. Ich drücke die Daumen.